Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die SPVGG Unterhaching. Heute in kleiner Runde. Alex, zwei Derbys vor der Brust. Erst gegen Unterhaching. Wie siehst du den Gegner? Wie siehst du die Spiele, die jetzt kommen? Ja, es gibt in der Liga keine leichten Spiele. Ja, es wird genauso schwer wie Dresden, wird genauso schwer wie Köln. Und wir werden keinen Zentimeter nachlassen. Ja, wir werden konzentriert zur Sache gehen. Die Mannschaft ist hungrig, ja, sie haben jetzt gemerkt, okay, gutes Gefühl, ja, wenn man gewinnt, besser, wie wenn es anders läuft. Und Haching ist gefährlich, Haching hat eine gute Mannschaft. Sie wollen das Ding auf jeden Fall drehen, ja, das weiß ich, das ist ganz normal, ja, mit ihren, ich sage mal, Spielern, die Drittliga erfahren sind. Und wir müssen gewappnet sein, wissen, was auf uns zukommt. Ja, es wird ein Mentalitätsspiel, ein sehr starkes Mentalitätsspiel. Das weiß ich, ich kenne die Hachinger und sie werden alles versuchen, uns zu schlagen, aber wir werden bereit sein. Danke dir. Dann Nico, deine Fragen bitte. Ja, servus Alex. Hallo. Du hast es schon selbst angesprochen, du kennst die Hachinger, warst 2017 dort U19 Trainer. Wie hast du den Hachinger Weg bis heute verfolgt und gibt es noch Kontakt zu den alten Weggefährten aus Haching? Ja, ich bin sehr gut verblieben mit Haching. Ja, wir sind ja damals mit U19 in die Bundesliga aufgestiegen. Ich habe einen sehr guten Kontakt zum Klaus Schromm, zum Schwabelmanni und auch zu den Spielern. Ja, sind ja viele ehemalige Spieler von mir dabei. Ich habe größten Respekt vor Haching. Ja, sie treiben die Jugendarbeit super voran. Ja, sie sind hinter Bayern ganz klar die Nummer 2 in München. Und von dieser Seite her mit ihrem Stadion, das sie jetzt, glaube ich, von der Stadt irgendwie gepachtet haben, ihren ganzen Trainingsbedingungen. Sie haben sich super entwickelt und da allerhöchsten Respekt. Und wie gesagt, ich bin super mit den Hachingern. Nichtsdestotrotz, ja, Dienstag Derby und 100% Türkgücü. Und wir wollen alles versuchen, dass die Punkte im Grünwalder bleiben. Wie lief die Vorbereitung auf das Derby? Ich meine, ihr habt am Freitag noch in Köln gespielt. Ich glaube, heute musstet ihr auf einen anderen Platz ausweichen. Nee, Freitag in Köln und dann wollte man nicht die ganze Nacht mit dem Bus fahren. Es hätte, ich sage jetzt mal, den Biorhythmus stark durcheinander gebracht bei so einem nahen Spieltag wieder. Wir haben dann in Köln übernachtet, hat unser Presi möglich gemacht, sind wir sehr dankbar. Und haben dann, beziehungsweise in Wuppertal haben wir übernachtet, in Wuppertal auch noch trainiert dann, differenziert. Ja, die Jungs, die gespielt haben, haben regeneriert, die anderen haben eine Trainingseinheit absolviert, sind dann am Samstag untertags zurückgefahren, waren dann heute im athletischen Bereich, im Studio haben was gemacht, auch so mit Speedcourt und einfach Spinning und so weiter. In München ist ja heute brutaler Wintereinbruch. Morgen werden wir noch genau schauen, wie wir es machen. Ja, wir haben die Möglichkeit, in der Halle zu trainieren oder auf dem Kunstrasen. Müssen wir noch genau abwägen, wie viel es jetzt weiter schneit und was möglich ist. Ja, Martin, hast du jetzt ein paar glücklose Wochen in letzter Zeit, stehen relativ weit unten drin, aber du hast eben schon angesprochen, weil war es trotzdem ein gefährlichen Gegner am Dienstag. Ja, es gibt ja keine leichten Spiele und wir lassen uns nicht blenden von den letzten Ergebnissen. Ja, wir wissen um die Qualität von Unterhaching. Ja, sie haben eine gute Mannschaft, eine junge Mannschaft, eine giftige Mannschaft und entsprechend bereiten wir uns vor. Und ich sage es nochmal, es wird genauso schwer wie das letzte Heimspiel gegen Dresden. Dementsprechend gilt es, die Mannschaft zu sensibilisieren. Einfach auf den Punkt müssen wir da sein, müssen wir griffig sein, zweikampfstark. Abschlussfrage, ihr habt heute mit Daniele Gabriele einen weiteren Abgang vermeldet im Offensivbereich. Findest du, dass der Kader trotzdem noch breit genug ist, gerade in der Offensive, oder laufen da schon Gespräche mit potenziellen Neuzugängen? Ja, es war jetzt eben der Wunsch von Daniele, dass er quasi den Verein verlässt und er wollte einfach mehr Spielzeit. Ja, ich sag's nochmal, ich kann im Moment mit Sliskovic, Sarara haben wir die besten Spieler der Liga. Kann ich nicht hier wild durchwechseln. Ja. Die Spieler bestätigen jede Woche und es wäre natürlich jetzt fatal, wenn ich, da sind mir die Hände gebunden, aber ich bin sehr froh drüber, ja, dass wir die beiden haben. Und in anderen Bereichen ist es nicht so einfach, weil es da eben auch im Moment ganz gut passt. Ja, punktuell, natürlich rotieren wir punktuell, aber ich will jetzt nicht 5, 6 jede Woche umbauen.
Und wir haben ja gesagt, wenn Spieler uns verlassen wollen, dann sind wir offen, dann können wir darüber sprechen. Und das war jetzt eben der Fall. Und man hat sich dann im Guten beidseitig geeinigt. Und so ist es dann eben. Aber gibt es aktuell schon Gespräche mit Neuzugängen oder? Ich habe ja gesagt, ja, wir sind, ich sag mal, ein Verein, der sich nicht irgendwie verschließt vor Dingen. Ja, wenn es eine gute Möglichkeit gibt, dass wir einen guten Spieler bekommen, ja, wenn der finanzielle Rahmen passt, dann sind wir gesprächsbereit. Wir müssen aber nichts machen, wir sind auch zufrieden mit unserer Mannschaft. Aber wir wären, ich sag mal, dumm, wenn wir uns verschließen würden vor solchen Dingen. Danke. Danke dir, Nico. Es kamen noch zwei weitere Fragen für dich rein, beziehungsweise eine hatte er schon gestellt. Die zweite wäre noch, das sind jetzt 5 Spiele in 15 Tagen. Wie ist das Rezept, so eine Mannschaft dann durch solche straffen Wochen zu führen? Nur nach 4 Siegen und 2 Derbys vor der Brust ist wahrscheinlich nicht die Motivation das Problem, aber es ist natürlich schon anstrengend, so alle 3 Tage. Ja, Mai, ich sage immer, Fußballer sind teils auch ein bisschen verwöhnt, ja, wenn man Individualsportler sieht, ja, irgendwelche Langläufe, sonstige Individualsportarten, die 5, 6 Stunden am Tag trainieren. Also es wird oft zu viel aufgehängt. Ja. Man muss halt schauen, dass man gut regeneriert. Ja, ich kann natürlich dann nicht nach dem Spieltag dann nochmal 2 anstrengende Trainingseinheiten absolvieren, aber mit einer guten Regeneration, ja, die Jungs sind alle einem guten jungen Alter. Sollte ein Profisportler sich auch erholen und es sollte möglich sein, dass ich einen Rhythmus von, sagen wir mal, Freitag, Dienstag spiele, ja, über 3, 4 Wochen. Das muss möglich sein, ja. Das ist ihr Beruf und sie müssen sich einfach gut ernähren und einfach gut pflegen und entsprechend von uns das Training dosiert werden, dann ist das möglich. Dann danke dir, Alex. Noch kurz zur Info: Das Spiel findet am Dienstagabend um 19 Uhr statt, im Stadion an der Grünwalder Straße. Genau, dann vielen Dank, Nico, für die Teilnahme. Dankeschön, Ja. Alex, und einen schönen Sonntag noch. Danke, ciao. Ciao.